Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich für euch wieder ein trainingsspezifisches Thema, das in meiner Arbeit sehr, sehr präsent ist und eine riesengroße Rolle spielt, nämlich körperliche Disbalancen. Ich denke, ich werde mich sicher heute wieder ein bisschen wiederholen, vor allem mit die Themenüberschneidung mit der Trainingsplanerstellung ist sicher da, aber ich versuche vor allem heute näher auf körperliche Disbalancen einzugehen, vor allem auch sportlich auf körperliche Disbalancen einzugehen, weil das ist auch relativ und ich versuche da mehr Einblick in meine Gedankenwelt zu geben, was ich meistens tue, um solche Sachen in den Griff zu kriegen. Das Wichtigste ist natürlich wie immer eine ordentliche Evaluierung. Ich muss wissen, was Tatsache ist und muss einen Körper ganz, ganz objektiv anschauen können, um zu wissen, wo sind denn überhaupt Disbalancen vorhanden. Für mich gibt es da zwei ganz wesentliche oder wesentliche Aspekte, die dabei zu beachten sind. Das erste ist so eine wirkliche Objektivierung. Hat er jetzt eine gute Symmetrie oder sind da Disbalancen da oder nicht? Geht natürlich nur, wenn der Körperfettgehalt einigermaßen passt. Vor allem bei Trainingsanfängern ist es natürlich schon ein Problem, wo noch relativ wenig Muskulatur da ist, von körperlichen Disbalancen zu reden, wenn das Körperfett sämtliche Konturen verdeckt, weil halt keine Separation und nichts da ist. Umso mehr Muskeln man hat, umso mehr Körperfettgehalt kann man sich erlauben oder kann man sich leisten, um körperliche Disbalancen zu detektieren. Aber nichtsdestotrotz ist es schon wesentlich, um solche Defizite zu sehen, dass der Körperfettgehalt niedrig ist. Das ist zum Beispiel auch so der Punkt, warum wirkliche Bodybuilding-Arbeit auch oft erst nach dem ersten Wettkampf anfangen kann, wenn man wirklich mit einem absolut niedrigen Körperfettgehalt einmal sieht, was Sache ist. Der zweite ganz, ganz maßgebliche Punkt ist ein bisschen zweigeteilt. Wir haben körperliche Disbalancen und eine schlechte Symmetrie, die ein gesundheitliches Problem betreffen. Das ist beim Hobbysportler oder beim Freizeitsportler auf jeden Fall zu respektieren und auszugleichen. Aber es gibt natürlich auch klassenspezifische Disbalancen und Symmetrien, die dann in weiterer Folge halt weniger ein Problem sind und auf die man sich jetzt nicht so fokussieren muss. Was will ich damit sagen? Um eine Symmetrie und Disbalancen beurteilen zu können, jetzt rein bodybuilding-technisch, wie gesagt, ohne diesen Gesundheitsfaktor, den man beim Hobbysportler immer respektieren sollte, muss ich natürlich wissen, in welcher Klasse startet die jeweilige Person oder was ist das Ziel? Um nur ein Beispiel zu nennen, ich habe heute bei einer Wellnessstarterin eine Disbalance zwischen Unter- und Oberkörper. Ja, aber diese Disbalance ist gewollt. Ja, ich habe bei einer Bikini-Start ein bisschen eine Disbalance in Bezug auf den Hintern im Vergleich zu ihrem Bein zum Beispiel. Aber das ist ja gewollt. Ich habe bei einem Mind-Physik-Starter eine Disbalance im Bereich seiner massiven Brust-, Schulter-, obere Rücken- und Latzstruktur, aber möglichst schmale Taille mit möglichst nicht vorhandenen seitlichen Bauchmuskeln, ganz einen schmalen Rückenstrecker, damit man in den Vierteldrehungen gut ausschaut. Das kann natürlich im Bereich der Rumpfstabilität hat das natürlich Nachteile, aber es ist im extremen Fall eine Disbalance, die in der jeweiligen Klasse sogar erwünscht ist. Das heißt, wenn es jetzt wirklich um einen Sportler geht, ist es ganz, ganz wesentlich, sich die Klassenkriterien anzuschauen und anzuschauen, welche spezifische Symmetrie brauche ich in dieser Klasse und hat diese Klasse vielleicht sogar Disbalancen als integratives Bestandteil ihrer Bewertungskriterien. Aber das ist halt nur einmal als Exkurs. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, wir wissen, wie die Person, wo die Person starten will. Gehen wir mal vom normalen Bodybuilding aus oder von einer Woman-Figurathletin, weil da ist eine ausgeglichene Symmetrie
die Wünschenswerte von oben bis unten in einer symmetrischen Art und Weise, ähnlich wie beim Bodybuilding oder auch in einer Klassikphysik, wobei da haben wir auch diese Teilchen-Thematik, gehen davon aus, dass der Fettgehalt gut ist. Und dann schauen wir uns die Symmetrie an. Ich lasse das einerseits immer machen, einmal in ganz normalen, nicht einmal Vierteldrehungen, sondern ich schaue meinen Körper von allen vier Seiten an. Dann sehe ich grundsätzlich schon einmal, ob es Haltungsprobleme gibt. Da sehe ich dann schon, ob es einen Knickfuß gibt, ob es O-Beine gibt zum Beispiel, ob es vorgekippte Schultern gibt. Weil das gibt mir natürlich in weiterer Folge diese Haltungsschäden oder Haltungsschwächen, zeigt mir schon, wo in weiterer Folge es muskuläre Defizite geben kann. Weil wenn zum Beispiel das Fußgewölbe nicht da ist und ich einen Knickfuß habe, wird natürlich im Betreff auf die Belastung des menschlichen Körpers, der Quadrizepsköpfe zum Beispiel, die Kraft anders wirken, als wie wenn ich einen perfekten Stand habe, jetzt mit keinem Knickfuß und im extremen Fall mit keinen O-Beinen, schaue ich mir das einmal an. Wenn es in diesem Bereich schon strukturelle Probleme gibt, dann ist es für mich sehr wohl sehr, sehr wichtig, dass der Weg zum Arzt gegangen wird und dass diese verschobenen Achsen, diese Gelenksachsen auf Grad gebracht werden, weil nur so kann ich natürlich eine gleichmäßige Belastung sicherstellen, was erstens einmal von der Muskulatur her wesentlich ist, damit sie symmetrischer wird. Andererseits natürlich auch solche schiefe Gelenksbelastungen bei der Gewichtsbelastung, die ein Bodybuilder in seinem Leben bewegt, führt es natürlich auch zu einer schnelleren Abnutzung. Oder klassisches Beispiel, wenn man halt von der Seite schon sieht, dass die Schultern so nach vorne geknickt sind, wenn der normal entspannt steht, ohne ein Line-Up zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr groß, dass der zu viel Tonus auf die Brustmuskulatur hat, weil die zu dominant und zu stark ist, zum Beispiel auch eine zu große vordere Schulter. Und die hintere Schulter und die Rhomboidee und der Nacken wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß da sind, was dazu führen wird, dass natürlich diese muskuläre Symmetrie von vorn nach hinten nicht gegeben ist, auch von der Seite zu dominante vordere Schulter wie seitliche Schulter und die hintere komplett abflacht. Das heißt, ich kann im entspannten Zustand schon einmal sehr, sehr gut erahnen und sehen, wo der muskuläre Schwächen haben wird, die gegebenenfalls vorher, so wie diese Beinachsen, medizinisch abgeklärt werden sollen. Wenn ich den jetzt zum Beispiel gerade von hinten nicht in der Pose stehen habe und ich sehe, er hat eine massive Skoliose in der Wirbelsäule, dann wird das natürlich auch zu einer nicht gleichmäßigen Entwicklung in der Rückenmuskulatur führen, auf die man in weiterer Folge dann im Training spezifischer eingehen muss oder auch eventuell therapeutisch was zusätzlich machen muss. Das heißt, das ist einmal meine Grundanalyse, die man sich anschaut. In weiterer Folge schaut man sich dann natürlich das Ganze auch in den Posen an und sieht dann, dass es dementsprechend größere und kleinere Muskelgruppen gibt, die eventuell nicht in der Symmetrie zueinander stehen, sondern Disbalancen da ist. So ein klassisches Beispiel, das ich rauspicken möchte, ist jetzt die Schulter. Man hat wirklich bei 70-80% aller Leute eine massive vordere Schulter, eine schlechte hintere Schulter und eine akzeptable oder nicht akzeptable seitliche Schulter. Jetzt geht es darum, wie beseitigt man dieses Problem. Dieses Problem kann ich halt nur mit gescheiter Analyse beseitigen, weil in den meisten Fällen ist jetzt nicht das Problem, dass der zu wenig hintere Schulter trainiert oder zu wenig seitliche Schulter trainiert. Das heißt, ich muss mir mal die Bewegungsausführung der Schulter in all seinen Perspektiven anschauen. Das heißt, wir gehen zuerst einmal zur vorderen Schulter. Warum ist die vordere Schulter bei so vielen Athleten so dominant? Der Grund ist in den meisten Fällen der, nicht das Schultertraining, sondern das Brusttraining. Wenn man die Leute heute anschaut, wenn sie Brust trainieren, ist es so, dass sie sehr, sehr oft das hohe Gewicht im Vordergrund steht und das Gewicht draufzudrücken, ohne auf die dementsprechende Ausführung zu achten. Um das als Beispiel zu nehmen, damit ich nicht die vordere Schulter belaste, brauche ich einmal Stabilität in der Brustwirbelsäule. Das heißt, ich darf nicht aus der Position wegdrücken, sondern ich muss einmal aus der Position wegdrücken und muss die Schultern hinten fixieren. Das heißt, ich spanne den Latt an, ziehe die Schultern nach unten und drücke
rein mit der Kontraktion aus der Brust die Drückbewegung nach draußen. In den meisten Fällen ist es aber so, dass es in der Drückbewegung dann diese Vorwärtsbewegung der Schulter gibt. Das heißt, die vordere Schulter schiebt dann das Gewicht vor und das ist der Grund, warum bei vielen diese vordere Schulter so dominant ist. Das heißt, versucht es wirklich beim Brusttraining, wenn es ums Bodybuilding geht, nicht um die maximale Kraft, die Schulterebene zu fixieren und die bleibt hinten. Eure Schulter darf nicht mit nach vorne wandern. Sonst werdet ihr immer dieses Symmetrieproblem der massiven vorderen Schulter haben. Zusätzlich begünstigt es dann natürlich, dass sehr, sehr oft die Brust nicht über einen vollen Radius trainiert wird, sondern verkürzt, was natürlich zu einer verkürzten Brust dann führt, weil die Dehnbarkeit nicht da ist oder die Leute auch die Mobilität nicht machen und das zieht das System noch zusätzlich nach vorne. Das heißt, das Problem vordere Schulter ist meistens zu groß, nicht wegen am Schultertraining, sondern wegen am Brusttraining. Die seitliche Schulter ist sehr, sehr oft deswegen ein Sorgenkind, weil sie einfach in der Seitebewegung nicht richtig beansprucht wird. Wir haben, was die Schulter hier betrifft, zwei Gelenke. Wir haben einerseits das Acromioclavicular-Gelenk und auch das Schultergelenk. Das Acromioclavicular-Gelenk ist das, wenn das ganze Schulterdach mehr oder weniger gehoben wird. Und das macht der Trapez. Der Trapez zieht das Ganze hoch. Und das ist, wie die meisten Leute seitheben. Das heißt, die heben nicht aus dem Schultergelenk, sondern die heben rein mit dem Nacken das ganze Gewicht hoch. Das führt dazu, dass natürlich diese Leute meistens einen massiven Nacken haben, aber gar keine seitliche Schulter, weil die Startbewegung ganz einfach aus dem Nacken kommt und jetzt nicht aus der seitlichen Schulter. Also ganz eine wesentliche Komponente, die hier eine Rolle spielt. Ich muss achten, dass ich im richtigen Gelenk die Bewegung habe, um diese Muskulatur zu beanspruchen. Natürlich habe ich in der Bewegung auch einen Teil seitliche Schulter dabei. Nur wenn ich genetisch schon keine seitliche Schulter habe, aber einen großen Nacken, wird immer diese genetisch begünstigte Muskelpartie natürlich die nach oben ziehen und die nicht so begünstigte wird an weniger Arbeit leisten. Der zweite Grund, wo die seitliche Schulter auch oft dann nicht so beansprucht wird, wie sie sollte, ist, dass in der Aufwärtsbewegung der Arm in diese Position rotiert wird. Das heißt, ich mache eine Rotation über die vordere Schulter. Das Wesentliche ist wirklich, Schulter bleibt unten und ich hebe das Ganze nach oben, ohne dass der Ellbogen quasi nach unten wegdriftet. Das heißt, wir sehen schon, diese körperliche Disbalance, dass ich zu massive Schulter, vordere Schulter, aber wenig seitliche Schulter habe, ist meistens auf Fehler in der Bewegung zurückzuführen. Das Ähnliche ist bei der hinteren Schulter. Bei der hinteren Schulter ist es so, wenn ich jetzt Reverse Butterflies mache oder vorgebeugtes Seitheben mache, dass meistens die Position des Ellbogens zur hinteren Schulter nicht stimmt, sondern der Ellbogen zu weit unten ist und die Rhomboidee hauptbeansprucht werden. Das heißt, ich muss schauen, dass diese Gelenkspositionen ganz einfach passen. Ich weiß, für viele da draußen ist das jetzt theoretisch zu trocken und ihr könnt euch darunter wenig vorstellen, aber sobald die Fitnessstudios wieder offen haben, wird es auch Trainingsvideos gehen, wo ich auf das genauer eingehe. Aber um das Ganze an Punkt zu bringen, die Bekämpfung von symmetrischen Problemen ist in den seltensten Fällen, also ich vergiss was zu trainieren oder ich habe noch nie was trainiert, in den wenigsten Fällen das Problem des Trainingsplans bzw. einer Frequenz, wie oft ich was trainiere, sondern in den meisten Fällen ein Fehler in der Bewegungsausführung des spezifischen Muskels, beziehungsweise wenn irgendwelche Ketten zu dominant sind, eine Fehlbelastung in einer Übung, die jetzt eigentlich nicht in der Zielmuskulatur ist, sondern in einer Sekundärmuskulatur, so wie beim Bankerdrücken zum Beispiel auf die vordere Schulter. Die Beispiel Schulter habe ich jetzt eigentlich dazu verwendet, um meine Herangehensweise bei der Beseitigung von symmetrischen Problemen, die sich beseitigen lassen, wenn ich jetzt eine Knochenstruktur habe, die nicht mehr hergibt, dann ist das natürlich was, was man zum Teil akzeptieren muss. Aber die meisten dieser symmetrischen Probleme lassen sich aufgrund akribischer Herangehensweise in der Bewegungsausführung beseitigen. Ich hoffe, euch hat heute dieser kleine, leider nur theoretische Exkurs in den Bereich der wie kann ich Symmetrien oder muskuläre Dysbalancen
verbessern gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, Trainingsvideos werden definitiv kommen. Gebt mir dazu noch ein bisschen Zeit, bis die Studios offen haben und ich dann auch, wenn habt, der das Ganze filmen kann. Aber das wird definitiv kommen. Habt es gut. Analysiert einmal euren Körper, macht euch wirklich Gedanken, was man symmetrisch verbessern kann, und ihr werdet sehen, am Ende aller Tag wird sich diese Arbeit auszahlen.